Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge hier auf dem Marsch, auf dem Marsch. Ich werde jetzt das Fahrzeug weiter hinfahren, zum Feld 44 lassen, also ich lasse es hinfahren. Und das Feld, gibt man das auf? Ja, komme ich da rein? Wir wollten da hinspringen, noch ein bisschen Holz machen. Das reicht ja noch nicht. Leider. Aber ich wollte die anderen Fahrzeuge zumindest weiter schicken. Und entlassen. Weil die Feldarbeit fertig ist. Der wird sich freuen, wenn schon geraten, ne? Zum Holz. Ja, ich habe jetzt ein. Mir ein Vorspann gezaubert. Mal sehen, wie der ankommt. Das ist sicherlich verbesserungswürdig. Wow. Hat sich eine Straße eingefressen, der Bursche. Den muss ich kurz wegheben. Also Leute, den auch. Bin mir nicht ganz sicher. Die Brüder hier lang fahren, aber ich gehe davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist da. Jetzt sehe ich gerade wieder unser schönen Hopfen hier, ne? Ist das nicht schön? Aber ich habe dann doch eine andere Textur. Ich habe die vorher heller in Erinnerung. Am Rand kommt Kalk, aber hier in der Mitte nicht. Das ist gut. 100% Unkraut 0. Das ist gut geklappt. Das ist gut gemacht. Wird viel Bier gehen. So, 1, 2, 3, wenn ich die kann, wenn ich die darf. Wenn wir nicht, gehen wir halt zum nächsten Wald, ne? Also gegenüber wieder zurückfahren. Den dicken kriegen wir nicht. Das macht der Harvester nicht. Unsere neuen Kiefern, also wir vertragen ja neuerdings kein, naja, unser Klima nicht mehr. Zu trocken, zu heiß. Der Borken hier freut sich. Mal sehen, die nächsten Jahre werden. Ich vermute mal eher, dass wir ein bisschen kühler werden. Das ist einfach vom Wetter nicht logisch, dass man heiß, heiß, heiß kommt, sondern eher auch mal andere Sommer kommen, ne? Dann werden sich wieder alle beschweren. Zu nass, zu kühl. Besonders die Meteorologen im Fernsehen. Oder die Nachrichtensprecher vielmehr. Die Meteorologen ja weniger, aber eher die Nachrichtensprecher. Die neigen mir dazu. Wenn es draußen herrlich warm ist, dass sie sich dann beschweren. Beziehungsweise das herrlich loben. Das gute Wetter. Und vergessen dabei, dass die Menschen auch immer arbeiten müssen. Bei dem Wetter. Auch wenn es so heiß ist. Die selber haben eine Klimaanlage, ne? Da kann man sich völlig freuen, ne? Wenn Feierabend auch schon warm ist. Da ist ein Tor. So ein Geschein, ne? Und die Bäume gehören mir ja, ne? So. Nehmen die auch mit. Fahrrad angekommen, das ist gut. Dass wir halt die Bäume halt notfalls raustragen. Sehe so schlecht. Das ist zwar ein Realleben, das ist nicht so wie ich jetzt mache, ne? Das sieht man ja nicht. Aber ich sag mal, denk mal, das kann man nicht vergleichen. Bildschirm und dann richtig sieht. Auch haben wir eine andere Steuerung. Ich denke mal zwei Joysticks, so wie er da jetzt links und rechts einen hat, ne? Ich habe nur einen.
ja alles machen können, ne? Kann. Im Grunde wünsche ich mir so eine reelle Steuerung. Nicht nur Lenkrad und so, sondern auch so richtig reell. So dass so ein Radlader oder Packer, die haben wir alle irgendwie noch zwei. Und die mit Ketten oder so, die haben wir noch diese. Die haben kein Lenkrad, die haben zwei Hebel. So im Prinzip langsam fahren können und Hebel verschieben, auch lenken. Also eine Kette bleibt stehen und die andere geht weiter oder lassen beide entgegengesetzt fahren, ne, dann drehen sie über Stelle. Ja. So was in der Art, mein gut, so eine Hebel brauche ich nicht, das hat dann keinen Platz. Aber so eine zwei Säulstück links und rechts, so am Stuhl festmachen, ne. Bei mir ist auch zu eng. Aber irgendwie baulich würde ich schon hinkriegen. Da müsste ich ein bisschen kreativ sein. Das habe ich nicht. Ja, das habe ich nicht. Dann habe ich keinen Zugang. Was ist das so? Aber wir können jetzt zum Ende der Folge schlafen gehen. Tiere sind versorgt, die Bäume sind gefällt, Sägewerk, das schaffen wir heute sowieso nicht. Das ist jetzt ein bisschen. Und die Aussaat für Ding kommt man auch noch nicht. Also Raps. Da haben wir erst Tag Nummer 4. Ja. Dann haben wir auch morgen noch Zeit, Holz zu machen und vielleicht Heu. Also morgen im Laufe des Tages trocken wird. Ne? Ich schätze mal gegen 10, 11 den Dreh. Die Birke aufgeht? Ich glaube eher nicht. Ne, hab ich gewusst. Versuch was wert. Mein Birkenholz geht bestenfalls auf Brennholz. Ne? Ich hab mal gehört, das war gut sein fürs Kamin, weil es so räuchert. Ob stimmt, weiß ich nicht. Birkenholz ist ja im Wald alles Unkraut, wächst sehr schnell. Aber halt sehr genügsam, ne? Bei mir zu Hause, in meiner Heimat, gibt's, wo sie früher Torf gestochen haben, da wachsen relativ viele Birken. Ist relativ trocken, weil Drainage ist, im Prinzip, oder hier durch Gräben durchzogen, also entwässert den Boden. Und sonst ist das morastmäßig, also da wachsen auch viele Weiden und so. Früher konnte man da den Weg laufen, wo sie das ganze Zeug rausgefahren haben. Heute kann es da nicht mehr laufen, alles zugewuchert. In meiner Kindheit haben wir uns da viel aufgehalten. War das schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, da mal durchgelaufen. Mag ich jemand war, ne? Oma gewarnt immer. Lauf noch nicht rein. Da kannst du absaugen. Ein Rast kennt keine Beine. Wie Wasser. Nur bei Wasser kannst du schwimmen. Beim Rast da bist du wie. Ja, wie Sand. Du gehst unter. Je mehr du bewegst, umso mehr gehst du runter. Bei uns ist halt viel früher Torf gestochen worden, ne? Als Heizmaterial. In erster Linie.
Aber da war es noch nicht so extrem trockengelegt. Für meine, boah, da war ich glaube 10, da haben sie die Gräben aktuell stark vertieft, ne? Also den Hauptkram. Um das noch trockener hinzukriegen. Damit sie ihre Maschinen drauf konnten. Wenn zu nass ist, ist es nicht gut. Du wächst kein gutes Gras. Besonders im Frühling, wenn es recht nass war, dann war es schwierig für die Maschinen. Ne? Obwohl früher waren sie nicht allzu groß, die ging noch einigermaßen. Die meisten Flächen haben sie genutzt für Kuhweide und da war es egal. Aber wie gesagt, das Gras ist ja so, hat ja eine, das wächst ja besser oder das wächst besseres Gras, wenn es nicht allzu nass ist. Ne? Komm. Müsste bald so viele Bäume gehen. Jetzt haben wir 10 vor 10. Nächste Eisenbahn, ne? Im Hof zurück. Mal ganz kurz gucken. Unsere Dings machen. Eine Kartoffel. Oder war. Toll. War die Meldung, wie das drüben alle waren. Gut. Das machen wir dann morgen weiter. Also ingame. Und ich schaue mal ganz kurz nach globalen Markt. Ob da der Rüben nachkaufen muss. Das könnte sein. Zuckerrüben. Nicht verkaufen. Muss doch genug da sein. Ach, oder die Touren geschafft, dann Schnauze voll. Kann sein. 5. Ah, so. Unendlich, bis er leer ist, du Junge. So, dann wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Unsere Thailander Zuckerfabrik. Was die sagt. Die produziert nun auch schon fleißig, eine ganze Weile. Also in-game einen Tag, glaube ich, oder einen halben Tag. So, Zuckerrüben, fast 600.000. Wasser, fast 800.000. So, Zucker haben wir jetzt. Ja. Da geht aber rein an Zuckerrüben. Was haben wir jetzt noch im Kompass? Nicht viel, ne? Nö. 216.000. Das können wir irgendwo verkaufen normalerweise. Wir haben aktuell noch keine Verwendung für. Paletten. Ja. Ich werde mal zum Sägewerk gehen, da müssen wir es kaufen. Damit wir hier im Falles. Ne? Leerpaletten. Hm. Nicht viel. So, Holzstamm. Wir kaufen ein. So. Für 100.000 würde man sagen. Das Geld holen wir wieder rein. Denke ich mal. Den Palettenraum auf jeden Fall. Ganz wichtig. Gut. 3%. Nö. So, dann gehen wir zum unseren kleinen Container, ne?
suchen. Markieren war nicht die Rede. So. So, jetzt haben wir genau Zähne. Na, was kommt jetzt für eine Meldung? Jetzt haben wir genau Zähne. Und dann werde man ja gerade kurz schlafen und dann sagen wir vorher tschüss. Ciao, ciao, bevor ich Bett gehe. Ne? Morgen früh, wenn ich aufstehe, bin ich da. So, und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Und wenn du winke, bis dann und ciao und tschüss.